So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Blöckhopper. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich aber wieder eine richtig spannende, praktische Mod mitgebracht, denn heute möchte ich euch die Little Helpers-Mod zeigen. Eine Mod, die ziemlich viele neue Maschinen in eure Welt hinzufügt. Und keine Sorge, die sind richtig einfach zu verstehen und werden euer Leben in Minecraft so richtig vereinfachen. Unter anderem könnt ihr automatisch Tiere vermehren, ihr könnt aber auch automatisch Holz abbauen, automatisch angeln und weitere richtig coole Sachen. Und die werden wir uns heute in diesem kleinen Parcours ganz genauestens anschauen. Wir fangen direkt hier auf der linken Seite an, denn dort befindet sich die allererste Maschine, die wir uns anschauen werden, und zwar ist das der sogenannte Tree Cutter. Wir brauchen immer 4 Redstone-Blöcke und dann ein paar spezifische weitere Elemente. In dem Fall brauchen wir noch ein bisschen Holz und ein Sapling, dann haben wir dieses Ding gebaut. Um diese Maschine startklar zu machen, müssen wir noch eine Kiste dran klatschen, denn da landen die ganzen Elemente, die wir gleich abbauen können. Allerdings brauchen wir natürlich auch noch Werkzeuge, denn sonst wäre es natürlich viel zu overpowered. Demnach müssen wir noch eine Axt hier reintun und eine Schere, und dann geht das muntere Abbauen direkt los und es ist wirklich so fantastisch. Jetzt arbeitet er sich hier quasi durch und ihr seht schon, die Blätter werden abgebaut, und wenn die Blätter einmal abgebaut sind, dann fängt er direkt mit dem Holz an. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist so cool, auch von der Animation her, das gefällt mir. Und ihr seht auch schon, dass nicht nur der Baum hier jetzt abgebaut wird, sondern auch direkt der Baum hier nebendran und der da hinten, da wird auch noch ein Teil abgebaut. Das liegt daran, dass man hier mit dem Pfeil eine gewisse Richtung hier ganz einfach spezifizieren kann. Sollte ich hier nochmal einen Rechtsklick ausführen, dann dreht sich der Pfeil, dann würde er in eine andere Richtung, in einer anderen Richtung abbauen, und in dem Fall wird hier ein Radius gebaut. Ihr seht es nämlich schon, dass diese Blätter zum Beispiel gar nicht mehr abgebaut werden, und in diesem Bereich hier werden demnach die ganzen Bäume abgefarmt. Ihr seht auch schon, dass einiges jetzt hier in dieser Truhe gelandet ist. Wir sehen hier Holz, wir sehen sogar Saplings, und die Äpfel werden ebenfalls hier eingesammelt. Was für ein Service. Aber nicht alle Blätter, das waren deutlich mehr Blätter. Einige werden hier scheinbar ausgelassen, das kann man aber auch in der Config-Datei nochmal richtig einstellen. Und schon sind schwuppdiwupp ganz viele Bäume hier abgebaut und wir können hier ganz einfach mit dem Holz arbeiten. Ihr habt schon gesehen, es gibt hier eine ganz neue Schere. Ja, ganz genau, die ist nicht zwingend notwendig, man kann auch eine ganz normale Schere da reinpacken, allerdings seht ihr es auch schon, diese Schere kann man bis zu 360 Mal verwenden, das ist deutlich mehr als mit einer normalen Schere. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, ansonsten ist das wie eine ganz normale Schere, also von daher, das wurde so ein bisschen aufgebessert, damit man hier nicht ständig neue Scheren reintun muss. Okay, wir kommen direkt zur nächsten Maschine, das war jetzt schon phänomenal, das ist wirklich, wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt kommen wir zur nächsten Maschine und jetzt haben wir einen sogenannten Sapling-Planter. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, diesmal mit Oak-Saplings craftbar, und wenn wir jetzt hier Saplinge reinpacken sollten, dann wird in einem 3x3 Feld hier Saplinge aufgebaut. Richtig, richtig genial. Sollte was im Weg liegen, dann wird natürlich dieser Block übersprungen, aber ansonsten könnt ihr dann munter die Bäume demnach wachsen. Und natürlich kann man diese Maschine nicht nur drehen, das sieht man hier, ich werde das jetzt auch mal hier kurz demonstrieren, indem ich das mal in diese Richtung zeige, damit man hier das Prozedere auch mal gesehen hat. Und ja, man kann natürlich diese Maschine mit dem Tree Cutter kombinieren. Und das ist dann natürlich das Nonplusultra. Das werde ich direkt mal ausprobieren. Direkt mal wieder ein paar Saplings natürlich wieder mitgenommen. Dann brauchen wir natürlich noch die Axt und die Schere und dann können wir das direkt mal ausprobieren. Hier haben wir natürlich wieder unseren Sapling, unsere Sapling-Maschine. Da werde ich die jetzt einfach mal reintun. Dann werden jetzt munter die ganzen Saplings aufgeplantet und hier kommt natürlich hier die Axt und die Schere wieder rein. Ein bisschen Bumbi geschnappt und die Bäume wachsen dann natürlich irgendwann automatisch, und sobald hier ein Baum wächst, seht ihr auch schon, fängt diese Maschine hier an zu arbeiten. Ist das nicht fantastisch? Man hat quasi endlos Holz. Und ja, es ist natürlich viel zu overpowered. Und ja, man kann die Crafting-Rezepte noch teurer machen. Wie das funktioniert, das werden wir uns dann zum Schluss eher anschauen. Das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Es geht direkt weiter mit der nächsten Maschine. Jetzt kommen wir direkt zum Fischer. Ja, angeln kann auch schon tierisch langweilig in Minecraft sein. Demnach gibt es hier auch eine sehr nützliche Maschine. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Und das ist auch relativ simpel aufgebaut. Und zwar müssen wir hier diesen Fischer auf so eine Wasseroberfläche stellen. Am besten, am optimalsten ist es, wenn man dann auch zwei Blöcke nach unten hat und dann hier in diesem Feld ganz genau, wie es hier aufgebaut ist, wenn man das hier in dieser Form verwendet, dann ist es wirklich am optimalsten, dann geht es am schnellsten. Einfach eine Angel reingepackt und dann müssen wir nur noch ein bisschen warten und dann werden automatisch hier Fische geangelt. Das geht natürlich nicht ruckzuck, das dauert ein bisschen und man hat auch so eine Art Angelsound, wenn ein Fisch irgendwie geangelt wird, und dann weiß man, dass hier direkt ein Fisch in diese Truhe katapultiert wurde. Richtig, richtig praktisch, richtig nützlich und spart verdammt viel Zeit. Ich würde sagen, wir schauen dann hier gleich mal vorbei, wenn wir uns ein paar andere Maschinen angeschaut haben, und dann gucken wir mal, wie weit dieser Fischer vorangekommen ist. So, die nächste Maschine, auch richtig, richtig stark, ist der sogenannte Crop Farmer. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen, denn damit könnt ihr automatisch eure Fressalien abbauen lassen, wenn diese ausgewachsen sind. Sprich, ihr könnt ganz einfach Seeds
Karotten und Potatoes bzw. Kartoffeln einpflanzen lassen. Sollten die voll ausgewachsen sein, dann werden die automatisch abgebaut. Das werden wir natürlich jetzt ausprobieren. Das funktioniert im Übrigen auch mit Netherwarzen. Solltet ihr auch mal testen. Ich werde einfach jetzt mal alles hier reinpacken. Und natürlich noch eine Hoe, die darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, die abgenutzt werden soll. So, zack, einfach mal hier reingepackt. Schon wird hier ein Feld generiert. Dort wird natürlich direkt ein Seed raufgeballert. Richtig, richtig praktisch, richtig nützlich, viel zu overpowered. Aber der Umkreis von diesem Ding lässt sich auch, ja, ist auf jeden Fall auch nicht allzu groß. Ihr seht es schon, es ist jetzt, man kann das auch theoretisch auch über die Configs vergrößern, aber ich finde es eigentlich perfekt, weil das Ding ja schon ziemlich, ziemlich stark ist. Sollte ein Ding, wie gesagt, ausgewachsen sein, dann wird es automatisch abgebaut und neue Setzlinge bzw. Seeds werden hier in die Erde gelegt. Ganz kurz mal wieder auf Tacht gestellt, damit man ein bisschen mehr sehen kann und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Maschine. Ihr habt nämlich schon gesehen, dass ich jetzt keine Pumpkins und Melons bzw. Kürbisse und Melonen aufgelistet habe. Dazu braucht man diesen Block, den ich gerade abgebaut habe. Wow, ich bin ein Held. Jetzt sogar ein Big Crop Farmer. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Auch sehr interessant, diesmal hier mit einem leeren Feld. Ah, ziemlich günstig, wenn ihr mich fragt. Okay, gut, man kann da so ein bisschen was sparen. Wenn ich hier jetzt einige Melon-Seeds und Pumpkin-Seeds natürlich in Kombination mit einer Hoe reinschmeißen sollte, dann werden diese hier hin platziert und ebenfalls in die Erde gesetzt. Da seht ihr es auch schon. Jetzt wurde hier so ein Seed in die Erde gesetzt. Ist natürlich jetzt nicht so günstig hier mit dem Zaun. Da kann natürlich jetzt nicht so viel wachsen. Wir können das aber so ein bisschen in den Prozess natürlich können wir hier so ein bisschen beschleunigen, beziehungsweise ein bisschen schummeln, damit ich euch zeigen kann, wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Pumpkin wächst, dann seht ihr auch schon, dass dieser automatisch abgebaut wird und demnach in die Truhe transferiert wird. Ziemlich spannend, wenn ihr mich fragt. Macht Tiere Spaß, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Prozess, der auch sehr, sehr wichtig ist, und zwar gibt es natürlich auch einige Mobs, die natürlich auch bearbeitet werden können. Man kann nämlich Tiere vermehren, das kann eine Maschine übernehmen, aber wir können auch, ja, so was man eigentlich so mit den Tieren so anstellen kann, das kann auch eine Maschine hier erledigen. Zum einen kann man ja, Schafe scheren, man kann aus Mushroom-Kuss-Pilz-Suppe gewinnen, man kann Eier natürlich einsammeln und vieles, vieles mehr, und das übernehmen diese zwei Maschinen. Auch sehr interessant, vor allen Dingen, weil man hier auch dran gedacht hat, dass man diese Maschinen hier drehen kann. Das heißt, man muss dieses Ding nicht gezwungenermaßen mit einer Kiste mitten in den Käfig stellen. Nein, man kann das von außen auch regeln, indem man hier wieder das Ding hier dreht und der Maschine zeigt, wo der Käfig ist. Das finde ich richtig, richtig praktisch. Erstmal ganz kurz zum Crafting-Rezept. Als erstes haben wir den sogenannten Breeder. Hier sehr interessant vom Crafting-Rezept, warum man hier Fleisch reinpackt. Naja, ich weiß ja nicht. Hätte ich auch irgendwie Wheat oder so erwartet. Apropos Wheat, einfach mal hier Wheat reingetan und ihr seht schon, jetzt haben sich hier schon zwei vermehrt, glaube ich. Genau, hier, die Schafe. Da muss irgend so ein Lockduft oder so rausgepresst werden oder so. Also richtig, richtig genial. Und ihr seht auch schon, jetzt finden sich die nächsten Kühe und die machen jetzt auch rum und hier ist direkt eine weitere kleine Babykuh entstanden. Geht natürlich nicht zack auf zack, sondern es ist immer so gewisse Wartezeit natürlich, die man hier natürlich mit einplanen muss. Und ja, es ist wirklich richtig, richtig spannend. Dann haben wir als nächstes noch eine weitere richtig tolle Maschine, die auch sehr nützlich ist, die sogenannte Farmhand-Maschine. Hier seht ihr das Crafting-Rezept und auch das Rezept lässt schon darauf hinweisen, warum man dieses Ding überhaupt braucht. Und das er hier ganz kurz gezeigt. Es werden hier schon mittlerweile Eier ganz fleißig eingesammelt. Sollten wir jetzt zum Beispiel noch eine Bowl reinpacken, da wird diese auch mit Pilzsuppe befüllt. Sollten wir eine Schere reinpacken, wird automatisch die Wolle von den Schafen abgeerntet. Und sollten wir hier ein paar Eimer reinpacken, dann wird die Milch von den Kühen gefarmt. Das seht ihr ja auch. Also das dauert natürlich immer wieder ein bisschen. Hat natürlich, vielleicht sollte man mehrere von diesen Maschinen bauen, aber es ist wirklich verdammt nützlich und auf Dauer sicherlich also sehr, sehr zeitsparend. So, okay, ein Schaf wurde, wie gesagt, hier schon geerntet, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ne, wir haben hier auf jeden Fall Federn werden hier auch eingesammelt. Okay, das ist auch interessant. Milch haben wir hier, aber wie gesagt, das dauert seine Zeit. Obwohl hier die Scheren, die wurden scheinbar schon mal einmal verwendet, aber hier ist keine Wolle drin. Oder war das eine Schere, die wir schon im Gebrauch hatten? Ich weiß es nicht. Guck mal, da hinten wird auch ordentlich Holz abgefarmt. Ach, wir gucken gleich nochmal da hinten, was der alles so abgebaut hat. Egal. Wir kommen direkt zum nächsten Element, ein ganz neues Element. Und zwar ist das der sogenannte Metal Extractor. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Dazu brauchen wir auch ein ganz neues Werkzeug, den sogenannten Extraction Magnet. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, fast schon zu günstig, denn wenn wir hier noch in Kombination ja hier noch Sand reinpacken sollten, dann wird dieser quasi mit Hilfe eines Metalldetektors quasi nochmal abgescannt und sollte da irgendwas Seltenes drin sein, zum Beispiel Eisenohr oder sowas, dann wird dieser gefiltert. Gut, das ist natürlich jetzt nicht üblich, dass man aus Sand Eisenohr gewinnen kann, aber es soll so ein bisschen dargestellt werden, dass man da quasi zwischen den Sandkörnern nochmal guckt, ob da nicht doch irgendwas Wichtiges drin ist, und dann wird das demnach hier noch zusätzlich hier generiert. Was auch natürlich ein spannender Effekt ist, ist natürlich, dass dieser, hier seht ihr es auch schon, jetzt ist hier Eisenohr nach nur wenigen Sandblöcken hier generiert worden.
Aber der Sand, der kontrolliert wurde, der wird demnach dann entsorgt. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Falls ihr zu viel Sand haben solltet, ganz einfach hier, ja, 7 schon fast. Apropos 7, wir haben hier noch eine weitere richtig interessante Mühle. Und zwar die sogenannte Crushing Mill. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Auch ziemlich spannend, denn damit können wir, ja, gewisse Blöcke in Minecraft umwandeln. Denn damit können wir zum Beispiel aus Stonebricks, können wir ganz einfach in Cobblestone umwandeln. Cobblestone wird in Kies umgewandelt, wenn er das gleich mal machen würde. Da, endlich, da, ja, Kies. Und Kies wird wiederum in Sand umgewandelt. Ein ziemlich spannender Prozess, wenn ihr mich fragt. Also kann man hier ziemlich viele Blöcke hier einfach umwandeln. Und man kann natürlich auch diese zwei Maschinen kombinieren. Einfach Cobblestone hier reingepackt, weil der ist ja sowieso meistens überflüssig. Und dann zusätzlich noch hier diesen Magnet dran gebaut. Und dann kann man Cobblestone in Sand umwandeln. Und dieser Sand wird natürlich nochmal hier gefilzt mit diesem Magnet. Und dann kann man sogar einige sehr interessante Sachen bekommen. Wir haben nämlich hier noch zum Schluss einen sogenannten Breaker. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, auch sehr, sehr spannend. Dieser Breaker baut automatisch Blöcke ab. Dazu habe ich hier ziemlich viel Stein aufgebaut, werde da jetzt einfach mal so eine Diamantspitzhacke einfach mal reinballern und dann werden wir uns das ebenfalls mal anschauen, was der nun abbaut. Ihr seht es bereits, dass er hier anfängt, nun Blöcke abzubauen und die abgebauten Blöcke kommen hier in diese Truhe. Aber das ist auch eher nur so ein kleiner Bereich, wie ihr hier seht. Also es ist eher hier wirklich das, was um dieser Maschine ist. Ich weiß jetzt halt nicht, was ich noch nicht ausprobiert habe. Also Cobblestone baut er auch ab, das hat er hier kurz gezeigt. Und wenn ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier einen Block reintun sollte, kann man sich irgendwie runterbohren. Nein, das funktioniert nicht. Das heißt, es ist wirklich nur die eine Ebene, die der hier abbauen kann. Wofür braucht man das? Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja sogenannte Cobblestone-Maschinen. Man kann ja mit Lava und Wasser, die Minecraft-Experten wissen das unter euch, natürlich auch Cobblestone generieren. Und ich glaube, das könnte man natürlich, da könnte man natürlich irgendwie diese Maschine sicherlich mit einbauen, dass der quasi automatisch das Cobblestone abbaut und somit hat man endlos Cobblestone in dieser Truhe, solange man hier eine Spitzhacke hat. Auf jeden Fall, ja, spart man damit auch ziemlich viel Zeit. Ja, ziemlich overpowered, dieses Zeug. Und es gibt natürlich auch eine Alternative, ein alternatives Crafting-Rezept. Dazu komme ich jetzt. Und zwar kann man in der Config-Datei einen sogenannten Hardcore-Mode aktivieren. Wenn man diesen aktiviert hat, dann werden diese Redstone-Blöcke durch diese Elemente hier ersetzt, durch die sogenannte Redstone-Oscillator. Und diese sind etwas, aber nur ein bisschen teurer eigentlich. Ihr seht hier das Crafting-Rezept. Das heißt, man braucht nicht nur Redstone, sondern auch einen Diamanten. Sprich, man braucht 4 Diamanten, um so eine Maschine zu craften. Jetzt gucken wir mal ganz kurz noch bei den Fischen, wie es hier aussieht. Da gucken wir mal. Guck mal, der hat hier einiges gefarmt. Hier auch ein Waterbottle natürlich, Strings. Man kann hier auch natürlich Enchanted Books natürlich farmen. Es ist wirklich phänomenal. Gucken wir mal hier, was hier dieser Tree, wie hieß das Ding nochmal? Ich glaube genau, Tree Cutter, was der hier so gefarmt hat. Hier haben wir jetzt insgesamt 14 mal Oakwood. Aber wenn man davon natürlich noch mehr Maschinen hat, dann geht das natürlich noch alles zügiger. Man kann natürlich auch mehrere, mehrere Sapling Planter natürlich für einen Tree Cutter verwenden, indem man natürlich hier hinten noch so ein Sapling-Kram hier einfach aufbaut und den ebenfalls hier noch aktiviert. Also das wäre natürlich noch produktiver dann. Also da gibt es sicherlich sehr, sehr viele, sehr, sehr geniale Kombinationen. Ja, es ist wirklich sehr interessant. Falls ihr was richtig Verrücktes in Minecraft sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall die Random Mobs Mod an. 75 richtig bekloppte Mobs von Steinschnecken bis hin zu ganz neuen Hexen, aber auch so eine Player-Spider und neue Golems sind da wirklich ganz verrückte Sachen vertreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Modifikation dann wiedersehen. Das war der Blutgruber. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.